Hallo, du mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute, Moment, irgendwie mal so ein bisschen höher. Nee, dann ein bisschen runter. Kameraposition ist noch nicht ganz so optimal gewesen. Ich mag das nicht, wenn die Kamera so von oben nach unten guckt, sondern ich habe euch lieber so, wie man sich auch so normal bei der Unterhaltung anguckt, im Blick. Und dann bin ich meistens auch, sehe ich immer im Schnitt so ein bisschen so von der Seite, ne? Keine Ahnung wieso. Das kommt wahrscheinlich, weil der Tisch so ein bisschen in die Richtung steht und mein Sessel eher so. Heute möchte ich mit euch über eine Frage diskutieren, die mir oft von meinen Schwiegertöchtern gestellt wird. Und vielleicht habt ihr ja Lust, die kennen das natürlich schon, die wissen, oh, herrlich, die wissen natürlich meine Antwort schon. Als allererstes, wenn so jemand Neues in unser Leben tritt und eine neue Schwiegertochter wieder kommt, ich habe ja nur zwei Töchter, deswegen Schwiegersöhne, kommt nicht so oft vor und die haben auch andere Probleme, als mich das zu fragen. Aber mit den Schwiegertöchtern hat man ja doch nochmal so eine besondere Beziehung und die wollen ja dann auch viel Zeit mit mir verbringen und mich kennenlernen. Und dann fragen sie mich manchmal, wenn sie so neu kommen, jetzt wissen sie das natürlich auch alles schon, aber wenn sich jemand Neues in unser Leben kommt, dann ist es immer sehr, nicht eigenartig, das ist das falsche Wort, anders als das Leben, was die so führen und vielleicht auch, was sie von ihren Familien so gewohnt sind. Nämlich, sie fragen mich immer, warum ich so ungerne irgendwo hingehe, ja, ungerne irgendwo essen gehe, ungerne irgendwie in Cafés gehe, ungerne mich auch mit anderen Menschen treffe, sondern warum ich immer so am liebsten zu Hause bin. Und ich habe ein tolles Wort dafür gefunden, was damit zu tun hat und was genau beschreibt, was ich empfinde zu Hause. Also wenn ich bei mir zu Hause bin, ja, in meinem Zuhause, und das ist egal, ob das hier in Alanya ist, ob es bei mir auf dem Dorf ist oder ob es jetzt auch bei mir im Haus in Hamburg ist, es ist immer da, wo ich sage, das ist mein Zuhause, ja, also und mein Zuhause, das muss dann auch mein Zuhause sein. Also es ist jetzt nicht das Zuhause von meinem Sohn oder das Zuhause von meinem anderen Sohn oder das Zuhause von meiner Tochter, egal, das ist nicht mein Zuhause, das ist Zuhause von meinen Kindern und ich bin da auch gerne, ohne Frage, aber ich fühle mich da eben nicht wie zu Hause. Also natürlich fühle ich mich zu Hause, aber es ist anders, ja, da bin ich eher so ein bisschen nur vorübergehend, das ist auch alles schön, das ist auch wirklich toll, aber zu Hause fühle ich mich wirklich nur, und da gibt es im Moment drei zu Hause, eben mein Dorf und das Haus in Hamburg und hier in Alanya, da fühle ich mich zu Hause und dort ist mein Reich. Also ich bin dort sozusagen die Herrin, das hört sich jetzt doof an, aber ich kann die Möbel hinstellen, wie ich sie will. Ich kann meine Arbeit erledigen, wie ich sie will. Ich kann kochen, wann ich will. Ich kann Gäste empfangen, wann ich will. Ich kann einfach nur in mein Zimmer gehen und die Tür zu machen, wann ich will. Ich muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Ich muss niemanden für irgendjemanden was machen. Ich bin einfach Herr meiner vier Wände. Ja? Und ich bin und ich finde in meinem Zuhause mein Seelenfrieden. Das ist das Wort, wonach ich immer gesucht habe, wenn ich versucht habe, herauszukristallisieren, was es ist, warum ich so gerne zu Hause bin. Das ist mein Frieden, mein Seelenfrieden, den ich finde. Egal, wo ich hingehe, ja, und auch wenn es das Zuhause meines Sohnes und meiner Tochter ist, da bin ich ja genauso zu Hause. Es ist ja auch mein Zuhause, ja, weil es das Zuhause meiner Kinder ist, aber oder ein Hotel oder irgendwo anders, wo man sich länger mal aufhält. Das hatte ich auch in den letzten Jahren öfters gemacht. Es ist immer etwas anderes und ich habe immer Sehnsucht dann nach meinem Zuhause. Und ich fühle mich nie richtig angekommen, egal wie schön und wie toll das dann auch ist und welche Vorteile das natürlich auch bietet, wenn man in dem Zuhause der Kinder ist. Ja, weil dann ist man ja immer noch so was Besonderes und man fühlt sich so wohl und alle kümmern sich. Aber es ist eben nicht so wie bei mir zu Hause. Ja? Ich weiß auch gar nicht, ob man das so verstehen kann, weil viele Menschen sind ja glücklich. Ich glaube, das Wort Glück kann man auch mit implizieren in diese Beschreibung Seelenfrieden. Dass viele Menschen sind halt zu Hause eher ungerne. Sie kommen nach Hause, okay, ist ihr Zuhause, sie schlafen da und sie essen und verbringen auch Freizeit dort, aber sie sind auch unheimlich gerne unter Menschen, sie sind gern draußen,
Sie nehmen gern das tägliche Leben, was draußen stattfindet, in Restaurants, in Clubs, in Bars, bei Bekannten, bei Freunden mit und sind dort mindestens, wenn nicht noch viel lieber als zu Hause. Zu Hause ist es immer so ein bisschen langweiliger, eintöniger. Ich glaube, eintönig, das ist das Wort, was viele dann auch beschreiben. Und es drängt sie richtig geradezu, nach draußen zu gehen. Und man kann sie, solche Menschen können sich immer kaum vorstellen, dass man das immer dann hat. Ja, dass man viel lieber zu Hause ist als irgendwo anders. Ja, zu Verabredungen oder zu sonst irgendwie. Das mache ich dann auch gerne. Es ist jetzt nicht so, dass ich es nicht gerne mache. Ich gehe auch mal auf den Dom gerne. Ich gehe auch mal in ein Restaurant gerne. Klar, da muss ich nicht Essen kochen. Ich hasse ja Essen kochen. Ne? Und einen Kaffee oder Eis essen, ist alles touché, alles schön. Aber ich bin viel lieber bei mir zu Hause und in meinem Reich. Ja? Und das können so wenige Menschen verstehen. Ich glaube, von meinem Schlag gibt es gar nicht so viele. Ich glaube, das ist echt selten geworden, dass ein Mensch zu Hause sich am wohlsten fühlt. Also ungern. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich es gibt ja auch Menschen, die haben Ängste, wenn sie rausgehen, oder sie haben fühlen sich unwohl in einer Gemeinschaft mit anderen Menschen. Das ist es nicht. Ich bin auch nicht schüchtern. Ja, ich glaube, schüchtern ist das falsch. Ich bin nicht schüchtern. Ich bin auch nicht introvertiert und ich bin auch nicht gehemmt oder so in irgendeiner Art und Weise. Gar nicht. Aber ich bin einfach am liebsten in meinen eigenen vier Wänden und egal, wo ich mich in meinem Haus oder meinem Wohnung oder wo auch immer, es hat auch nichts damit zu tun, dass es besonders schön sein muss oder so, sondern da, wo ich wohne, fühle ich mich zu Hause. Und das kann auch eine kleine Wohnung sein, egal wo, ja, was mein Zuhause ist. Und es können auch mehrere Zuhause sein. Wie gesagt, ich bin jetzt auch drei zu Hause, ne? Da fühle ich mich wohl. Klar, in dem einen Zuhause, das ist jetzt einsam, ne, bei auf dem Dorf oder so, da spielt die Umgebung dann schon eine Rolle mit, weil wenn du da jetzt wirklich rausguckst bei mir auf dem Dorf, da ist ja tot, dieses Dorf ist tot. Ich verstehe sowieso nicht, warum ein Dorf so ausgestorben sein kann, obwohl es voll ist. Ja, wohnen da viele Menschen, aber sie sind alle in ihren Häusern und ich habe schon gerne, wenn ich aus dem Fenster gucke, dass ich da richtig viel sehe und dass ich auch mal einkaufen, also das widerspricht sich jetzt vielleicht ein bisschen, aber dass ich schon, wenn ich mal raus möchte, es piekst da hinten irgendwas, wenn ich mal rausgehen möchte, dass da dann auch viele Menschen sind. Das ist schon richtig. Ja, also ich mag es jetzt nicht, wenn ich bei mir auf dem Dorf mit dem Hund gehe oder mal raus, frische Luft in den Wald und dass da wirklich, da ist ja nichts, da ist ja wirklich gar keiner. Das mag ich auch nicht. Und da fühle ich dann auch so eine Leere und Einsamkeit, die finde ich auch nicht schön. Also ich bin schon Großstadtkind, ne? Also ich mag es schon gerne in einer Großstadt. Da bin ich Hamburger Dern, also in einer riesengroßen Stadt aufgewachsen. Ich bin in Hamburg geboren, ich bin da aufgewachsen, ich mein ganzes Leben in Hamburg verbracht. Und jetzt hat man mich so verpflanzt sozusagen in ein niedersächsisches Dorf, wo wirklich zwar schon viele Leute wohnen, aber die sieht man gefühlt kaum. Und da habe ich ja jetzt, erst fand ich das richtig toll und habe gedacht, oh klasse. Aber wenn man dann mal im Garten sitzt und da wirklich gar nichts hörst, ja, du hörst ja wirklich nichts außer Vogelgezwitscher, was ja auch schön ist, ja, aber ich habe auch erst gedacht, oh, klasse, toll, aber nein, ich habe für mich im Leben, hat sich herauskristallisiert, ich bin schon Großstadtkind und ich möchte gern viel Autolärm, viel Kinderlärm, viel Geräusche um mich rum haben, aber ich brauche meine kleine Wohnung, mein Haus, mein Zuhause, wo ich dann in den eigenen vier Wänden auch bleiben kann, ja. Also wenn du mich zum Essen einlädst oder zum Kaffee trinken oder zum Eis essen oder auf den Dom gehst oder mal spazieren gehst, ist alles in Ordnung. Aber ich bin immer sehr glücklich und sehr froh, wenn ich zu Hause bin. Und es muss auch nicht immer sein. Ja, es ist etwas, was ich dann mache und es ist auch schön dann, aber ich muss es nicht machen. Und ich fühle mich einfach zu Hause geborgen und ich bin gerne zu Hause. Ich brauche jetzt ein Jahr nirgendwo eingeladen zu werden oder irgendwo zu Verabredungen zu gehen. Das würde mir auch gar nichts ausmachen. Kommt vielleicht auch daher, weil ich eben in einer Großfamilie lebe und immer Menschen um mich rum habe. Ja, es ist ja kaum mal so, dass man mal alleine irgendwo war. Ist ja immer voll gewesen. Klar, jetzt wo die Kinder groß sind, ist weniger geworden, aber es wird auch immer wieder mehr, weil ja immer wieder, Alhamdulillah, Nachkommen dann auch da sind. Hat sicherlich auch damit zu tun. Aber egal wie voll es auch zu Hause wird, das ist alles nicht so schlimm. Aber was heißt schlimm? Es ist schön. Nur dann brauche ich auch mal wieder meinen Freiraum. Ja, das habe ich ja auch schon erzählt. Ich brauche immer mal so meine Zeit auch für mich. Das ist aber ein anderes Thema. Aber im Grunde genommen, ich gehe eben
nicht gerne weg. Also ich gehe nicht gerne in Restaurants, in Veranstaltungen, in Clubs, in Konzerte, in ins Kino, also sowas schon überhaupt nicht. Konzerte, Kino, was mit Geräuschen zu tun hat und wo es laut ist, schon mal überhaupt gar nicht. Ja, das sind alles Dinge, die das würde ich freiwillig nicht machen. Also wenn ich das mal mache, dann klar, macht man mal jemand zu Gefallen, um Gefallen zu tun, aber das also freiwillig nicht. Ne? Und kriege auch Bauchschmerzen 3 Monate vorher, wenn ich das machen muss, weil das mag ich überhaupt nicht, wirklich gar nicht. Also es muss schon so ein bisschen ruhiger alles sein und es muss auch, klar, es kann auch mal der Dom sein, der jetzt auch nicht ruhig ist, aber das ist dann mal, das macht man mal, oder? Es ist dann so eine Ausnahmesituation. Alles, was mal so ausnahmsweise gemacht wird, ist in Ordnung. Ich muss jetzt nicht, oder ich möchte nicht jedes Wochenende, oder ich möchte auch nicht andauernd, ja? Das ist etwas, was ich nicht machen kann. Was gut geht, so mal eine Shoppingtour mit jemandem machen, also das mache ich mal ganz gerne, dass wir dann so uns mit den Schwiegertöchtern auch mal so ein bisschen irgendwo hingehen und uns das mal angucken, sowas gibt es modetechnisch neu, es hat ja auch ein bisschen mit meinem Content zu tun, den ich mache auf meinem YouTube-Kanälen, aber das ist auch alles wieder irgendetwas, um etwas dazu zu lernen, um etwas herauszuholen aus dem, was ich sehe, was ich dann wieder in Arbeit umsetzen kann, was ich wieder verarbeiten kann in Content. Es ist eigentlich nichts, was ich tue, um für mich persönlich da etwas herauszuziehen, ja, wo ich sage, oh, das bringt mir jetzt richtig Spaß. Im Gegenteil, also ihr seht auch hier, shoppen gehen ist immer so ein bisschen so eine Last und Klamotten kaufen schon sowieso überhaupt. Wenn ich jetzt gehen muss und mir Schuhe kaufen muss, andere freuen sich richtig drauf. Also ich verschiebe das so weit wie möglich weg und nur im Notfall, also wenn ich jetzt wirklich, ne, natürlich, was ich gerne auch mache, ist Schnäppchen jagen. Also wenn ich sage, okay, und da muss ich mich dann noch immer zurückhalten, das ist jetzt wirklich richtig runtergesetzt und sehr günstig, ne? Und mit sehr günstig meine ich jetzt 2 Euro oder 3 Euro oder so, das ist dann für mich günstig und nicht jetzt 30 Euro statt 100 Euro, das wäre auf jeden Fall auch wieder teuer. So Schnäppchen gucke ich mir auch gerne an, das mag ich auch gerne, aber da bin ich auch abends immer richtig kaputt und müde und denke mir, das reicht jetzt dann auch erstmal. Ich bin kein Mensch, der gerne sich draußen außerhalb seines Zuhauses aufhält und ich bin immer wieder sehr dankbar dafür, dass ich ein Zuhause habe, wo ich mich wieder zurückziehen kann und jedes Mal, wenn ich von draußen in meine Haustür reinkomme, dann danke ich dem lieben Gott dafür, dass ich ein Zuhause habe, etwas, was mir gehört, etwas, wo ich mich wieder zurückziehen kann, wo ich mich wieder einmummeln kann in mein schützendes Gebäude, ja, denn das ist so etwas Tolles und so etwas Dankenswertes. Ich finde einfach meinen Seelenfrieden zu Hause und wenn man mich da rausholt, dann ist es erstmal etwas, was ich nicht so schön finde, ja, also ich bin am liebsten zu Hause, wirklich, also am allerliebsten kannst du mich zu Hause lassen und ich muss wirklich, wenn ich irgendwo hingehe, dann ist es erstmal, warum erstmal und ist das überhaupt nötig und was für Nutzen kann ich dann daraus ziehen, also wieder irgendwie in Content umwandeln oder so, versuche ich dann herauszufinden, um mir das wieder schön zu reden, dass man dann rausgeht. Und wie gesagt, es hat nichts damit zu tun, dass ich ein ängstlicher Mensch bin, irgendeiner Art und Weise mich schäme oder Hemmungen habe oder so, sonst ist einfach etwas, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich zu Hause bin und in meiner Blase sozusagen herumlaufen kann. Ja, es ist einfach so, und ich glaube auch, dass man mich da nicht mehr umändern kann und umpolen kann. Natürlich, je älter die Kinder geworden sind und je weniger man da ja auch zu Hause dann so dieses Gewusel hat in Form von kleinen Kindern und jeder will immer irgendwas von einem, muss immer irgendwie irgendwas machen. Das wird ja, ist ja sehr viel weniger geworden. Desto mehr genieße ich das aber auch und desto mehr freue ich mich dann aber auch, wenn alle wieder da sind und kann das auch wirklich dann würdigen und kann mich darüber freuen, dass das alles jetzt schon so weit ist. Und aber trotzdem bin ich am liebsten in meiner Bubble drin und zerplatzt die auch nicht so gerne. Also ich bewege mich da am liebsten so in meinem Haus, in meiner Wohnung, wo auch immer. Und das Ding ist auch, ich, da wir schon immer so in einem Haus gelebt haben,
schon gefühlt Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir das Haus jetzt in Hamburg. Also schon, weiß ich nicht, 20 Jahre, weiß nicht, ungefähr. Und über 20 Jahre, 25 Jahre. Und wir haben es ja jetzt wieder zurückmieten können. Da bin ich sehr, sehr froh. Aber es ist halt schon so, dass eine Wohnung, wir hatten ja auch teilweise Wohnungen, in denen ich mich lange aufhalten musste. Einmal habe ich die Wohnung meines Sohnes ja übernommen und dann waren wir da eine Zeit und dann habe ich auch lange in der Wohnung meiner Söhne mich aufgehalten, ja, durch die ganzen Umstände, in denen ich mich befunden habe, in denen wir uns befunden haben in den letzten Monaten und Jahren. Und das ist schon sehr beengend, ne? Also schon sehr bedrückend. Und da hatte ich dann auch schon das Gefühl, also das ist schon sehr, also wenn du so in einer kleinen Wohnung wieder drin bist und dann auch so von den Nachbarn wieder, mit denen du wieder dich zoffst, weil wieder zu laut, und dann bist du da, fühlst du dich auch in dieser häuslichen Gemeinschaft nicht so wohl. Das ist dann schon auch wieder belastend für mich. Und da habe ich mich auch, obwohl es die Wohnung meines Sohnes war, wirklich sehr unwohl gefühlt. Ich war froh, immer wenn ich da wieder raus konnte und wieder zu mir ja, in ein Haus gehen kannst, wo du schon sehr viel Platz auch hast. Das ist schon ein Privileg, ne? Und dass wir da das genießen dürfen, Alhamdulillah. Und ich bin auch dem lieben Gott wirklich sehr dankbar dafür, dass wir da immer die Möglichkeit hatten, das zu tun. Und das ist schon nochmal was anderes. Aber ich glaube schon, dass auch dann meine Bubble in der Wohnung das schützende Gebäude bildet, in der ich mich zu Hause am wohlsten fühlen würde. Auch dann glaube ich nicht, dass ich da sage, okay, ich muss jetzt unbedingt immer raus, mir fällt die Decke auf den Kopf oder so. Wir haben ja auch lange in Wohnungen gelebt, so ist es ja nicht. Und das war auch immer so, dass ich da zu Hause mich immer am wohlsten gefühlt. Das war schon in meiner Jugend so. Ich war noch nie jemand, der immer raus wollte, immer was erleben wollte, immer ausgehen wollte, immer mit anderen Leuten treffen wollte. Ich habe immer dem lieben Gott gedankt, dass ich, wenn ich zu Hause war, dass ich da wieder zurückkehren konnte und dass ich dann auch da bleiben kann, ja, und nicht immer wieder irgendwo hin muss. Und so, das ist, glaube ich, so auch, ich glaube, das ist eine Veranlagung irgendwie auch, dass es Menschen gibt, die eben sehr sozial sind, die sehr viel auch mit anderen Menschen Kontakt haben müssen, auch mit sehr vielen Menschen in Kommunikation sein müssen. Das brauche ich alles nicht. Wahrscheinlich, weil ich eben eine große Familie habe, ne? Wo man das dann vielleicht auch die Einsamkeit sucht und wo man eventuell sagt, nee, also da noch mehr drumherum, das ist einfach too much dann. Kann sein, wahrscheinlich sogar. Aber ja, so ist es bei mir. Ich bin am liebsten zu Hause, ich bin am liebsten in meinen vier Wänden, gehe ungern irgendwie irgendwo hin und muss mich wirklich nicht mit 100 Menschen connecten und da zusammen sein. Also ich bin wirklich am liebsten mit meiner Familie zusammen, mit meinen Kindern, meinen Schwiegertöchtern, mit meinen Enkelkindern. Und das ist das, wo ich glücklich bin. Mit meinem Mann natürlich, das ist sowieso selbstverständlich, das ist überhaupt gar keine Frage, das muss ich gar nicht erwähnen. Und das ist so meine Blase, meine Familienblase, meine Homeblase, oder? In der ich mich, meine Homebubble, und die muss da sein, sonst fühle ich mich nicht wohl. Also das ist etwas, wo ich meinen Seelenfrieden finde. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!